Und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Kampf gegen einen Talai 473 mit über 605, also mit 625 Siegen. Oh wei, ich bin von Lö her mit meinem Knackrack. Wir sind natürlich unterwegs, um irgendwelche Punkte zu sammeln. Meine Güte, mal gucken, ob wir den platt kriegen. Wird bestimmt nicht einfach. Aber Sevaro kenne ich eigentlich ganz gut als Gegner. Mal gucken. Auf jeden Fall hält mein Knackrack mehr aus als mein Gengar. Wie ich das hasse, wenn ich meinen Hilfs-Pokémon nicht mehr rufen kann. Aber gut, okay. Und diese Attacke, die hasse ich auch. Oh yeah. Großartig. 1:0. Na, ich glaube, so ein Sevaro hat nicht mehr so gute Chancen gegen mich. Egal, wie gut man eventuell mit dem ist. Aber den kenne ich eigentlich ganz gut, den Gegner. Also den Sevaro. Ich meine, er spielt nicht schlecht. Keine Frage. Man merkt, dass er Erfahrung hat im Kampf. Sonst hätte er auch nicht so viele Siege. Aber man merkt auch, man hat eine Chance dagegen. Auch wenn ich nur gerade mal ein paar 90 Siege habe. Und er so gesehen über 500 mehr. Schießt ja lauter Magnetilus vom Himmel. Hey, zum Glück liege ich noch auf dem Boden. Jetzt bin ich dran. Okay, es hat noch nicht gereicht. Wäre zu schön, um wahr gewesen zu sein, wenn es so viel Schaden gemacht hätte. Und es wird knapp. Jawohl. 2:0. Na, wenn das nicht mal wieder das Selbstwertgefühl aufrecht erhält und aufbaut. Hey, ich habe gegen einen gewonnen. Ich habe unter 100 Siege und derjenige schon 625. Wahnsinn. Ich habe gegen jemanden gewonnen, der schon viel mehr Erfahrung hat als ich. Das finde ich gut. Sehr aufbauend. War ein guter Kampf, hat mir gefallen. Lieber Talai 473 aus den was, Vereinigten Staaten? Von Amerika. Guter Kampf, hast dich gut geschlagen, fand ich klasse. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder, vielleicht auch auf YouTube. Und ja gut, okay, dann sage ich mal, wir sehen uns beim nächsten Kampf. Auf Wiedersehen und tschüss.